Hallo ihr Lieben, heute ist Freitag und ich habe mir gedacht, ich starte mit einem neuen Weekly Reading. Heute ist auch mein letztes Weekly Reading vom Juni online gegangen und da dachte ich mir, ist das doch ein guter Tag, um mit einem neuen Weekly Reading anzufangen. Falls ihr hier im Hintergrund so ein Tok-Tok-Geräusch hört, so ein komisches Klopfen, das ist mein Mann, der ist gerade auf dem Laufband und joggt da gerade ein bisschen, deswegen wundert euch nicht über dieses komische... Ich weiß nicht mal, ob ihr es überhaupt hört. Das weiß ich halt immer nicht. Ich kriege das immer nicht mit, ob ihr das mitbekommt. Auf jeden Fall, ja, falls ihr ein komisches Klopfen im Hintergrund gehört, das ist mein Mann auf dem Laufband. Ja, also wie gesagt, heute ist Freitag. Ich habe heute ein bisschen eher Feierabend gemacht. Ich habe heute einen halben Tag Urlaub genommen, was sehr entspannt ist. Oh, ich würde gern immer nur 4 Stunden arbeiten. Das ist so schön. Aber wir müssen ja alle Geld verdienen, deswegen geht das nicht. Ja, mein Weekly Reading vom Juni ist wie gesagt heute online gegangen und ich habe einen Kommentar bekommen von Seitenraupe und sei gegrüßt an dieser Stelle, liebe Seitenraupe. Und ja, in dem Kommentar steht drin, dass sie gerne mehr zu meinen Leseabschnitten hätte. Das haben wir ja früher so gemacht. Da habe ich ja immer regelmäßig alle 2 Tage, glaube ich, Updates gegeben, auch zu meinen Leseabschnitten, was ich gerade gelesen habe. Dann habe ich das Ganze ja eingestanzt, weil ich ja dann noch die letzten 2 Videos gemacht habe, Rezensionen gemacht habe und halt den Lesemonat hatte. Deswegen habe ich das ja bei den Weekly Readings dann eingestanzt, damit das alles nicht 100-mal auf dem Kanal hier landet. Jetzt ist es ja inzwischen aber so, dass ich ja die letzten 2 nicht mehr mache, Rezensionen wirklich nur zu Rezensionsexemplaren. Und der Lesemonat ist ja dadurch auch immer extrem lang. Jetzt überlege ich gerade, ob ich das wieder umswitche, dass ich in den Weekly Readings hier wieder alle 2 Tage ein Update gebe, dann halt auch wieder mehr zum Inhalt der Bücher erzähle und wie mir die Abschnitte gefallen haben und dafür dann den Lesemonat wieder einkürze. Ich weiß es nicht, ob das mehr Sinn macht, ob das besser ist, ob das cooler ist, aber mehr Leute gucken halt eindeutig den Lesemonat, deswegen... was sagt ihr denn dazu? Ich könnte es ja jetzt einfach diesen Monat mal ausprobieren, aber dann vergesse ich wieder zu filmen. Das ist ja immer das Problem, ich vergesse ja oft zu filmen. Und dann gebe ich wieder nicht regelmäßig Updates und dann habe ich das Buch wieder beendet. Und ja, ich habe das ja ganz am Anfang so richtig in Lesetagebuchform gemacht und habe dann wirklich stupide jeden Abend, wenn ich gelesen habe, gefilmt. Und halt auch wirklich immer gleich gefilmt, nachdem ich gelesen habe. Da ich aber im Moment immer relativ unregelmäßig lese, ist das immer so ein bisschen schwierig. Deswegen, ich weiß noch nicht, vielleicht gucke ich mal, dass ich so ein Mischmasch hinkriege, dass ich halt immer, wenn ich irgendwie einen großen Block von einem Buch beendet habe, das weiß ich, ein Viertel, die Hälfte oder so, oder ein Drittel, ich muss mal gucken, dass ich euch dann immer so ein Update gebe. Vielleicht funktioniert das ja ganz gut. Müssen wir mal gucken. Aber ja... Ich verstehe, was sie meint, aber wie gesagt, früher haben wir das ja so gemacht, aber dann habe ich es ja aufgrund der Rezension und der die letzten 2 Videos eingestanzt. Aber da wir das ja jetzt, wie gesagt, inzwischen nicht mehr haben und ich das ja im Moment alles runtergefahren habe, könnte man das ja eigentlich wieder mit einbauen. Ich bin schon wieder unscharf. Ich werde mir das Ganze mal überlegen und mal gucken, wie das hier klappt. Und irgendwie sind die Vögel heute schon wieder so unglaublich laut bei uns. Alter Schwede, ich habe das... beim vorletzten Mal gesehen beim Schneiden, wie laut diese Vögel hier sein können bei uns. Das ist echt richtig, richtig übel. Naja, egal. Ansonsten, was gibt es noch Neues zu erzählen? Heute ist Freitag. Ich werde heute Abend mit der Tina wieder auf Twitch zocken. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Also ich werde heute Abend streamen. Wir spielen wieder eine Runde Raft. Und da Tina heute nicht so lange macht, werde ich danach vielleicht noch ein bisschen Spider-Man spielen. Ich muss mal gucken. Und... ja, ansonsten geht es uns gut soweit, alles ist im grünen Bereich. Milo seine Pfote, das hatte ich das letzte Mal dann gar nicht mehr weiter erzählt. Milo seine Pfote ist dann auch super abgeheilt, also da war dann Gott sei Dank auch nichts Schlimmes mehr. Dem geht es auch im Moment sehr gut, dem Kleinen. Und ja, ansonsten ist bei uns alles so am Laufen, wie immer. Da gibt es jetzt Gott sei Dank nichts Dramatisches oder sowas, was ich euch erzählen kann. Ich suchte aktuell die 3. Staffel von Stranger Things. Ich liebe Stranger Things. Ich kann das immer nicht aussprechen, die Things. Und ja, ich suchte da gerade die 3. Staffel. Ich habe jetzt innerhalb von 2 Tagen fast die komplette Serie geguckt, trotz dass ich arbeiten musste, weil ich einfach diese Serie so liebe. Ich habe jetzt noch 2 Folgen und dann bin ich schon wieder durch mit der 3. Staffel und dann bin ich so ein bisschen traurig drüber. Aber ich muss sagen, bis jetzt gefällt sie mir extrem
gut. Ich finde das cool, dass man so viele verschiedene Handlungsstränge hat. Ich finde es gut, dass die Gruppe hier mal so ein bisschen aufgespalten wurde. Und ja, bin gespannt, was in den zwei Folgen jetzt noch passiert. Und ich stelle immer wieder fest, ich liebe Hopper und Joyce. Also wirklich, das sind wirklich zwei meiner absoluten Lieblingscharaktere in dieser Serie. Ich liebe diese beiden einfach. Und ja, ich suchte dann, wie gesagt, heute noch ein bisschen Stranger Things oder vielleicht auch, hebe ich mir vielleicht auch für morgen auf. Ich weiß es nicht, muss mal gucken. Und ja, so wie zum Serie gucken, das gucke ich aktuell. Dann hatte ich ja mit Dark angefangen, mit der deutschen Serie. Da habe ich ja die erste Staffel jetzt komplett geguckt. Da werde ich dann jetzt vielleicht auch übers Wochenende oder nächste Woche mal anfangen, die zweite Staffel zu gucken. Die ist ja jetzt schon online. Ja, ansonsten gibt es, was das Gucken und so betrifft, jetzt nicht viel Neues von mir. Ich habe gestern ein Buch beendet und dann dachte ich mir, zeige ich euch das gleich mal noch mit. Und zwar habe ich beendet den 7. Teil der Green Mountain Serie. Den wollte ich eigentlich letzten Monat schon lesen. Dann habe ich aber stattdessen Idle 2 gelesen. Deswegen habe ich das Buch jetzt hier in den Juli geschoben. Und ja, das habe ich gestern beendet. Ich muss sagen, der 7. Teil der Green Mountain Serie war für mich so wie der 4. und 5. Es war ganz nett, aber pff, ja, mehr auch nicht. Hat mich jetzt nicht besonders umgehauen, leider Gottes. Mir war zu viel Gebumse in dem Buch, ich kann es nicht anders sagen. Also die haben ja hier die ganze Zeit nur rumgepimpert und es ist nicht viel passiert und dann war das auch so unrealistisch. Ich meine, die kennen sich 2 Wochen und jetzt wollen sie ihr Leben miteinander verbringen und sie gibt alles auf in New York und zieht nach Vermont mit ihrem Vater, um bei ihm zu sein. Das war mir so ein bisschen zu viel. Also ja, es war nicht 100% meine Geschichte und ja, ich habe jetzt noch den 8. Teil und dann bin ich auch auf aktuellem Stand. Im September kommt ja der 9. Teil. Und ja, da bin ich, was diese Reihe betrifft, auf jeden Fall up to date. Das finde ich sehr, sehr gut. Und ja, also das habe ich gestern beendet. Im 7. Teil geht es um Grayson Coleman und um Emma Mulvaney. Und Emma ist ja die Schwester von Lucy. Und um Lucy ging es ja im 3. Teil. Und ja, wie gesagt, ist eine süße Geschichte, haut mich jetzt aber nicht um. Ist ganz nett, aber ist jetzt nichts, wo ich sage, dass man das unbedingt lesen muss. Aber wenn man diese Reihe mag, sollte man diesen Teil natürlich auch lesen. So. Das ist das, was das Lesen angeht. Dann kommen wir mal zu dem, was ich als nächstes lesen werde. Und zwar wird mein nächstes Buch ein Reread. Und zwar werde ich Black Blade von Jennifer Istep jetzt nochmal lesen in den nächsten Tagen. Und ich habe eben gesehen, als ich das Buch aus dem Schrank geholt habe, ich habe das Buch sogar signiert von Jennifer Istep. Das wusste ich schon gar nicht mehr. Ich wusste nur noch, dass ich mir den ersten Teil der Elemental Assassin-Reihe signieren lassen habe. Aber dass ich das auch signiert habe, das wusste ich schon gar nicht mehr. Siehst du? Voll cool. Habe ich mich gerade voll gefreut, wo ich das gesehen habe. Ja, auf jeden Fall werde ich Black Blade jetzt als nächstes nochmal rereaden, weil ich den 2. und 3. Teil ja auch schon seit ganz, ganz langer Zeit hier zu Hause habe und diese Reihe auch einfach beenden möchte. Es sind nur 3 Teile und deswegen, ja, steht als nächstes Black Blade von Jennifer Istep auf dem Leseplan. Und ich habe Bücher geshoppt. Also ich habe 2 Bücher gekauft, die auf meiner Zu-Kaufen-Liste für diesen Monat standen. Und dann hat mein Liebster mir seine Payback-Punkte überlassen und hat gesagt, komm, geh für Payback-Punkte shoppen. Das habe ich gemacht. Und dann habe ich bei Thalia noch ein Buchpaket bestellt. Das packen wir jetzt gleich zusammen noch aus. Und dann wollte ich euch noch zeigen, was ich Cooles vom Drömer Knauer Verlag gekriegt habe. Die haben mir nämlich die aktuelle Verlagsvorschau zugeschickt und da wollte ich mit euch nämlich auch nochmal kurz reingucken. Also zum einen habe ich hier Leseproben gekriegt zu diesen Büchern, die hier vorne drauf sind. Das ist einmal King of Scars, Frost Files, Die Rebellion von Laterre, Wasted Land und Der Tannenbaum des Todes und Der Garten der schwarzen Lilien. Ich muss sagen, hier sind einige Bücher dabei, die klingen echt gut, also King of Scars sowieso. Freue ich mich ja schon so unglaublich. Und dann habe ich halt das hier noch bekommen. Da gucken wir jetzt auch gleich nochmal rein. Ich wollte nur sagen, was machen wir denn jetzt als nächstes? Wir gucken jetzt als nächstes in die Verlagsvorschau rein und dann packen wir das Paket zusammen aus und dann zeige ich euch, was ich noch gekauft habe für 2 Bücher. Ich glaube, so machen wir das und ich drehe jetzt einfach einmal die Kamera, dass ihr da reingucken könnt. Da ist sie, die Verlagsvorschau. Huch, ich habe selber auch noch nicht so richtig reingeguckt. Ich dachte, wie gesagt, das machen wir zusammen. Also das Einzige, was ich gestern schon gesehen habe, wo die kam, ist, dass King of Scars einen schwarzen Buchschnitt haben wird. Und ich habe hier gesessen und habe gesagt, oh mein Gott! Ich finde das so cool, dass das auch einen schwarzen Buchschnitt hat, genau wie die Six of Crows-Reihe. Oh, ich freue mich jetzt schon so unglaublich auf King of Scars. King of Scars ist ja ein Spin-off zur
Six of Crows-Reihe von Leigh Bardugo oder auch zur Grisha-Reihe. Und in dieser Reihe geht es ja jetzt um Nikolai. Und Nikolai kennen wir ja auch schon von Grisha und von den Krähen. Und ja, ich freue mich da so unglaublich drauf. Das kommt im August raus. Das bekomme ich auch vom Verlag. Das habe ich angefragt, deswegen, das weiß ich schon. Dann haben wir hier den Grisha-Schuber. Und ich habe dem Dirk letztens versehentlich gesagt, dass das bei Carlsen erscheint. Weil ich nicht mitgekriegt habe, dass Carlsen die Rechte der Grisha-Reihe an Drömer Knauer abgegeben hat. Deswegen, dieser Schuber erscheint bei Knauer, für alle, die es interessiert. Entschuldige, Dirk, für die falsche Information. Und hier steht, Netflix setzt die Grisha-Trilogie und die Krähen-Duologie, also nicht eigentlich die Logie, naja, egal, in einer aufwendig produzierten, weltweit ausstrahlenden Serie um. Also, dass sie die Krähen-Reihe umsetzen, weiß ich. Dass sie die Grisha-Reihe umsetzen, wusste ich noch nicht. Finde ich mega. Ich hoffe, die verkacken es nicht. Aber Netflix könnte es sogar hinkriegen. Dann haben wir hier Wasteland. Das sieht eigentlich so vom Cover her auch ganz cool aus. Worum geht's denn da? Ich filme das jetzt nur einmal ab. Ihr könnt ja hier auf die Pause-Taste drücken. Das ist auf jeden Fall eine Dystopie. Und ich lese mir das dann nachher in Ruhe durch. Aber dann könnt ihr es jetzt auch mal lesen. So. Dann The Frost Files. Das erinnert mich so von der Optik so irgendwie so ein bisschen an Renegade, so von der Schrift her auf jeden Fall. Und hier steht auch, die Welt braucht neue Helden. So, ich filme euch das hier auch einmal ab. Dann könnt ihr euch das auch einmal durchlesen. Hier steht auch, X-Men trifft Scorpion. Actiongeladene, raffinierte Urban Fantasy. Also könnte tatsächlich so in die Richtung Renegades gehen. Dann haben wir hier das wandelnde Schloss. Oh, das wandelnde Schloss? Ist das wandelnde Schloss adaptiert auf diesen Animationsfilm? Fände ich ja jetzt richtig cool. Ich liebe den Film, das wandelnde Schloss. Kennt ihr ihn? Ich mag ihn total. Dann haben wir hier brennender Fels. Ich filme das auch einmal ab. Dann Pepperman. Oh, das sieht auch irgendwie spannend aus. Dark Fantasy. So, ich filme euch das auch einmal ab. So, dann haben wir hier Le Miserable in einer mitreißenden Neuinterpretation und in einem Science-Fiction-Setting. Le Miserable ist ja immer nicht so meins, weil das ja so ein Musical-Gedöns ist. Aber als Buch mit Science-Fiction, wir filmen euch das auch einmal noch ab. Wie gesagt, ich lese mir das dann nachher in Ruhe durch und das würde jetzt viel zu lange dauern, wenn ich euch das alles vorlesen würde. Was haben wir noch? Schatten der Ewigkeit, Zwillingsblut. Zwei Schwestern, zwei Möglichkeiten, die Rettung der Welt oder ihre Vernichtung. Oh, das klingt auch echt spannend. So. Was haben wir jetzt hier noch? Der Garten der schwarzen Lilien. Ist das ein zweiter Teil? Nee, sieht nicht so aus. Was? Ein unheiliges Artefakt, zwei unfreiwillige Verbündete, unheimlich packende Dark Fantasy. So, und damit sind wir jetzt hier auch schon durch. Das sind nur nochmal so die generellen Bücher vom Verlag. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass ich die Verlagsvorschau bekommen habe vom Drömer Knauer, weil die wirklich immer gute Fantasy-Bücher rausbringen. Also wer Fantasy-Bücher sucht, sollte auf jeden Fall bei Drömer Knauer mal gucken. Der wird da, denke ich mal, auf jeden Fall fündig. Und das... Das hier, ich freue mich so drauf. Und ja, kommen wir jetzt mal zu meinem Thalia-Paket. Da ist mein Thalia-Paket. Ich muss mal gucken, ob ich das so aufkriege. Okay. So, Paket ist offen. Jetzt seht ihr meine schönen Blümchensocken. Tudu. So, warte, das funktioniert jetzt natürlich so wieder nicht. Schwuppidi-bubidi. Milo liegt übrigens auch hier unten, falls euch das interessiert. Da liegt da der kleine Schatz. So, und da sind die drei Bücher, die ich mir ausgesucht habe von den Payback-Punkten. Fangen wir mit dem Schätzchen hier an. Denn dieses Schätzchen hier steht nicht auf meiner Ich-darf-mir-das-Buch-kaufen-Liste. Aber wenn ihr es jetzt seht, werdet ihr wissen, warum ich es gekauft habe. Tada! Sie hatten Him von Sarina Born und Elle Kennedy. Und dann musste ich das kaufen. Ich wollte Him unbedingt noch lesen, nachdem mir ja der dritte Teil der Ivy Years von Sarina Born so gut gefallen hat, musste ich Him lesen. Da ich ja prinzipiell lieber
richtige Bücher lese als E-Books, habe ich mir jetzt halt als richtiges Buch gekauft. Auch unter der Prämisse, dass ich eventuell den zweiten Teil nur als E-Book bekommen werde, weil ich weiß, dass man die Bücher nicht mehr so gut rankriegt. Ja, deswegen musste ich mir trotzdem HIM kaufen, auch wenn ich den zweiten wahrscheinlich nur als E-Book haben werde. Aber ich musste dieses Buch haben. Wie gesagt, es wäre dann mein zweiter Gay-Roman. Nach dem ersten, den ich gelesen hatte, nachdem der mir so gut gefallen hatte, bin ich sehr gespannt auf die Geschichte hier. Und ja, wenn ich sie gelesen habe, werde ich euch natürlich berichten, wie es mir gefallen hat. Ich kann euch aktuell nicht sagen, wann ich das Buch lesen werde. Ich muss das mal irgendwo jetzt auf meine Leseliste noch mit dazwischen mogeln. Tihihi. Aber ich freue mich so. Hihi. Ja, also HIM habe ich gekauft. Dann habe ich gekauft den dritten Teil von Idle, Gib mir deine Liebe. Im dritten Teil von Idle geht es ja jetzt um Jax. Wartet, ich kann euch das mal so halten. Da könnt ihr auch einmal lesen. Und ja, auf das Buch freue ich mich auch schon. Das steht auch im August mit auf meiner, oder im September sogar mit auf meiner Leseliste. Da muss ich dann auch mal gucken. Auf jeden Fall werde ich das jetzt auch nicht gleich lesen, aber da freue ich mich schon sehr, nachdem mir der zweite Teil so gut gefallen hat. Der erste war ganz okay, hat mich jetzt aber nicht umgehauen, aber der zweite war mega. Jetzt bin ich auf den dritten gespannt. Und tada! Der zweite Teil von Monsters of Verity durfte noch bei mir einziehen. Unser düsteres Duett. Ich fand ja den ersten Teil richtig, richtig gut und ja, den zweiten musste ich halt auch unbedingt haben. Deswegen habe ich mir jetzt den zweiten Teil noch bestellt. Und ja, ich kann euch auch hier mal... Oh, ich reflektiere. Hallo. Ich finde ja diese Reime immer so cool. Monster, Monster, klein und groß, werden dich packen und lassen nicht los. Haha. Ja, freue ich mich auf jeden Fall auch schon sehr drauf. Das Buch steht, glaube ich, auch für August oder September auf meiner Leseliste. Kann ich jetzt auch gerade aktuell nicht so genau sagen. Auf jeden Fall sind das die drei Bücher, die ich bei Thalia bestellt habe. Oh, ich freue mich schon so auf alle drei Bücher. Auf jeden Fall habe ich jetzt noch zwei Bücher gekauft, die ja auf meiner Liste standen für Juni. Und zwar waren das, wartet, ich muss rankommen, diese beiden Schätzchen hier. Zum einen, oh, wo halte ich die Kamera hin? Zum einen war das Hold von Helena Hunting. Und ja, nachdem ich Stay und Keep so gefeiert habe, musste ich Hold natürlich kaufen. Ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte. Aber das Buch steht auch nicht für diesen Monat auf meiner Leseliste. Glaube ich zumindest, dass das nicht diesen Monat auf meiner Liste stand, sondern glaube ich erst nächsten Monat. Aber das ist nicht schlimm. Ich komme mit meiner Liste im Moment echt gut klar. Deswegen kann auch mal auf ein Buch warten. Aber ich habe es schon mal da. Das habe ich gekauft. Hier klebt auch noch der Kassenzettel drin. Den musste ich mal noch wegschmeißen. Und dann habe ich noch gekauft Hope Again von Mona Kasten. Ich hatte ja letztens hier schon gesagt, dass ich die Again-Reihe von Mona Kasten ja ganz cool fand. Gerade der dritte Teil hat mir unglaublich gut gefallen. Die Bücher, die ich dann danach von ihr gelesen habe, fand ich nicht gut. Und ich habe jetzt so ein bisschen Angst, dass Hope Again auch nicht gut wird und mir so ein bisschen die Again-Reihe versaut. Ich habe bis jetzt nur Positives über dieses Buch gehört. Und dieses Buch ist ja auch momentan sehr gehypt. Ich habe den einen Tag auf Instagram gedacht, sehe ich jetzt noch ein scheiß Bild von diesem Buch, lösche ich Instagram von meinem Handy, weil es mir einfach auf den Sack ging. Also, ich meine, dass alle sich freuen, wenn sie das Buch vom Verlag bekommen oder wenn sie das kaufen, weil sie da sehr gehypt sind, kann ich verstehen. Aber muss denn wirklich jeder, aber auch jeder, ein Bild von diesem Buch posten? Boah, das ging mir echt auf den Sack. Ich habe mich dann echt gefreut, als ich zwischendurch mal andere Bücher in meinem Feed gesehen habe. Aber das hier, das ging ja überall rum. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall sehr gespannt auf die Geschichte von Nolan und Everly und ob das Buch den Hype denn auch wert ist. Und ja, das Buch werde ich aber auch diesen Monat, glaube ich, nicht mitlesen, sondern erst nächsten Monat. Also dauert das auch noch ein bisschen. Und ja, ich glaube, das war es jetzt auch erstmal so. Also das waren alle Bücher, die ich gekauft habe und neu dazu bekommen habe diese Woche. Was ich gelesen habe, was ich als nächstes lesen werde, habe ich euch gesagt. Ich habe euch die Verlagsvorschau gezeigt. Und was hier sonst noch so abgeht, habe ich euch auch erzählt. Und ich denke, das sind jetzt 20 Minuten. Ich denke, das reicht jetzt auch für den ersten Abschnitt hier im Weekly Reading. Ich melde mich dann die Tage wieder und ja, ich sag mal, bis dann. Bye, bye. Hallo ihr Lieben. Heute ist Dienstag, der 9. Juli und ich habe schon wieder vergessen, mich komplett zu melden. Ich hatte ja eigentlich überlegt, ob ich euch wieder so Updates zu meinem Lesestati gebe, aber das habe ich schon wieder mal total verrafft. Ich habe jetzt in der letzten Zeit zwei Bücher gelesen. Ich weiß nicht mehr, wann genau ich mit euch gesprochen habe. Das war irgendwann am Wochenende, Freitag. Kann das sein, dass ich das Freitag, das
das Freitag war, wo ich mit euch gesprochen habe. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, ich glaube, das war Freitag, habe ich seitdem gelesen den ersten Teil von Black Blade. Wartet, ich habe es extra nochmal hergeholt. Das ist das Buch hier. Das Buch wollte ich ja rereaden, da ich jetzt die ganze Reihe endlich mal lesen möchte. Ich hatte ja damals den ersten Band gelesen, den zweiten und dritten gekauft, aber nie gelesen. Wie es halt immer so ist. Und deswegen möchte ich jetzt die Reihe gerne lesen. Und deswegen habe ich den ersten jetzt nochmal gelesen, weil es einfach viel zu lange her war. Und ich kann nur sagen, dass mir Black Blade auch beim zweiten Lesen wieder sehr, sehr gut gefallen hat. Ich fand das Buch damals schon toll. Ich finde es auch jetzt toll. Es ist ein tolles Jugendbuch. Und ja, ich freue mich jetzt auf den zweiten und den dritten Teil, um herauszufinden, was da alles noch dahinter steckt. Dann habe ich gelesen, ich glaube, ich hatte euch erzählt, dass ich den siebten Teil der Green Mountain Serie gelesen habe. Und jetzt habe ich den achten gelesen. Das ist ja ein relativ dünner Teil, da geht es ja um den Vater von Cameron und um Mary, die im Green Mountain Store arbeitet. Und ja, das ist die Geschichte von den beiden und ich habe sie gelesen, es ist eine süße Geschichte und ja, sie hat mir auch ganz gut gefallen. Es ist jetzt nichts Besonderes oder so, aber wer die Reihe mag und so wie ich Reihen gerne vollständig liest, sollte das Buch auf jeden Fall lesen. Wie gesagt, es ist keine Geschichte, die einen extrem mitnimmt oder umhaut oder so, aber so für zwischendurch zum Entspannen ist es schon ganz süß. Ansonsten kann ich jetzt zum Buch nicht viel sagen. Wie gesagt, es geht um den Vater von Cameron und um Mary aus dem Green Mountain Store, die beide auch schon etwas älter sind. Sie sind beide über 50. Ich weiß gar nicht so richtig, wie alt Mary ist. Oder Mary ist Mitte 40. Auf jeden Fall sind sie beide schon etwas älter. Der Vater von Cameron ist so Mitte 50. Und ja, es war okay, wie es geschrieben war und alles. Und ja, wie gesagt, für so einen kleinen zwischen Teil, wo es halt so um die Eltern mal geht, ist das völlig okay. Dann habe ich am Samstag ein Paket bekommen vom Piper Verlag. Ich bin zu faul aufzustehen, das liegt drüben im Büro. Auf jeden Fall ist da das eine Buch drin, was im September im Piper Verlag erscheint. Und zwar ist das Finde mich jetzt, heißt das. Das ist die Finde mich Reihe, der erste Teil. Und da habe ich so ein Goodie-Paket bekommen. Ich zeige es euch beim nächsten Mal, wenn ich dran denke. Ich habe jetzt echt keinen Bock aufzustehen und das alles herzuschleppen. Vor allen Dingen bin ich gerade ein bisschen gehandicapt mit meiner Hand. Und ja, auf jeden Fall, das Paket kam am Samstag. Vielleicht habt ihr auch meine Insta-Story gesehen. Da habe ich ja das komplette Paket gezeigt. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, über das Päckchen. Und ich bin schon sehr auf das Buch gespannt. Ich werde es jetzt aber nicht gleich lesen, weil wie gesagt, Rezi darf ich erst im September machen. Und ich bin kein Freund davon, Rezis ewig auf meiner Festplatte liegen zu haben, bevor ich das dann hochladen kann irgendwann im September. Deswegen werde ich es dann auch Ende August, Anfang September erst lesen. Und heute kam noch Buchpost und über die habe ich mich mega gefreut. Tada! Ah, der vierte Teil von Dark Elements ist heute angekommen und er ist dicker, wie ich dachte. Wow, ich freue mich. Ich freue mich so unglaublich auf dieses Buch, das glaubt ihr gar nicht. Dark Elements ist meine absolute Lieblingsreihe von Jennifer Armentrout. Auch wenn es jetzt in diesem Buch hier nicht um Layla und Roth geht, sondern um Zane, finde ich das immer noch super, weil Zane ist ja in den ersten drei Teilen so der Good Guy gewesen, der so ein bisschen auch immer so ein Verständnisproblem hatte und so Ansichtenprobleme meiner Meinung nach, aber er ist ja trotz allem ein Guter und ich freue mich schon sehr auf die Geschichte und ich werde auch hier heute gleich noch anfangen zu lesen. Da werde ich mich heute gleich noch reinstürzen. Denn eigentlich wollte ich heute mit Fire and Frost Teil 3 anfangen, aber jetzt ist das Buch gekommen. Deswegen lese ich jetzt aus das und dann danach Fire and Frost Teil 3. Ja, das sind so meine Bücher, die ich als nächstes lesen werde. Und zwischendrin werde ich, denke ich mal, noch den achten Teil der Diamonds for Love Reihe lesen. Der steht ja auch noch auf meiner Leseliste für diesen Monat. Und ja, dann mal schauen, wohin das Ganze führt. Und jetzt, ja, und dann schauen wir mal, wie ich so mit dem Lesen vorankomme diesen Monat. Und jetzt habe ich gerade gegessen nach Feierabend und jetzt werde ich mich an die PlayStation setzen und noch eine Runde Red Dead Redemption spielen und diese eine scheiß Herausforderung noch hinkriegen, die ich am Wochenende 4-mal gemacht habe und 4-mal ist die vom scheiß Spiel nicht anerkannt worden. Ich habe echt gedacht, das Spiel will mich verarschen. Ich war ja im Stream und auch die Leute im Stream haben dann gesagt, was ist das für ein Scheiß, wieso erkennt das Spiel das nicht? Und ja, jetzt versuche ich es offline nochmal. Vielleicht mag das Spiel ja dann die Herausforderung akzeptieren. Und ja, jetzt zocke ich ein bisschen und dann werde ich lesen. Und dann muss ich auch zwischendurch mit Milo nochmal raus und ein bisschen spielen. Der liegt hier. Da. Und ja, dann mal schauen, was der Tag heute noch so bringt. Mehr gibt es jetzt an dieser Stelle auch nicht zu erzählen. Ich versuche mich das nächste Mal wieder ein bisschen in einem kürzeren Abstand zu melden. Aber wie gesagt, ich vergesse das immer. Ich bin so ein Trottel. Ja, deswegen, ich sag mal, bis dann.
Hallo ihr Lieben, heute ist Freitag, der 12. Juli und ich habe mich jetzt schon wieder einige Tage nicht bei euch gemeldet. Und ja, so viel ist auch gar nicht bei mir passiert. Ich lese gerade aktuell, kommen wir jetzt allererstes mal dazu, Dark Elements 4, glühende Gefühle, und es ist ja eine Spin-off-Reihe. Das war das Erste, was ich geguckt habe, als ich das Buch bekommen habe, ob es eine Reihe ist oder ein Einzelband. Und ich habe mir hinten einen Fettfleck dran geschmiert. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, dass dieser Fleck da dran kommt. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas wie die Pest. Ich meine, da kommt dann am Ende der Schutzumschlag wieder drum und man sieht es nicht, aber trotzdem ärgert mich sowas. Ich könnte so kotzen. Naja, auf jeden Fall lese ich gerade Dark Elements 4. Ich habe jetzt noch 50 oder 60 Seiten. Die hebe ich mir jetzt echt für morgen auf. Ich möchte morgen noch etwas von diesem Buch haben, deswegen hebe ich mir das jetzt auf. Ich bin jetzt an der Stelle, wo ich gut unterbrechen konnte, und ich glaube, hätte ich jetzt über diese Stelle hinaus gelesen, hätte ich es jetzt zu Ende lesen müssen. Aber ich möchte jetzt gleich nochmal mit Milo rausgehen und dann heute Abend streamen, weil es ist Freitag und Freitag ist ja im Moment Streamabend auf Twitch. Und das möchte ich heute noch machen, deswegen, ja, werde ich das Buch morgen fertig lesen und mich freuen, weil ich dann morgen noch über den Tag etwas von dem Buch habe. Und ich werde auch morgen, wenn ich es schaffe, noch das Video drehen und schneiden, dass das am Sonntag online geht. Eigentlich sollte Sonntag der Lesemonat online und die Neuzugänge, da ich wieder nicht so viele Neuzugänge habe, wollte ich das wieder zusammenpacken. Aber ja, da ich den ganzen Samstag nicht da bin, also nur Samstag früh da bin, wo ich dann halt das Video schnell drehen kann und das Buch auslesen kann und mittags dann aber zu meiner Oma fahre, zu ihrem Geburtstag, die wird 85 oder die ist 85 geworden die Woche. Und dann sind wir bis irgendwann ganz spät abends unterwegs und ich bin aus wahrscheinlich Sonntag früh wieder zu Hause. Und ja, da schaffe ich es einfach nicht, den Lesemonat zu drehen und zu schneiden, weil das dauert bei mir immer Stunden, weil ich immer so viel rede und dann so viel wegschneiden muss. Und deswegen werde ich den Lesemonat um eine Woche verschieben und ihr bekommt dann das hier am Sonntag als Buchvorstellung oder Buchempfehlung, besser gesagt, denn ich liebe das Buch. Ich will jetzt nicht so viel über das Buch erzählen, ihr könnt ja dann in die Buchvorstellung nochmal reingucken. Die ist ja dann zu dem Zeitpunkt, wo das Video hier online geht, auf jeden Fall schon online. Ich kann nur sagen, ich liebe das Buch sehr. Ich fand ja Zane bei der Dark Elements Reihe schon immer cool. Er war halt der Gute, aber ich mochte ihn trotzdem. Roth ist einfach Roth, weil er einfach, er ist halt einfach Roth, was will man dazu sagen. Aber Zane war halt bei Dark Elements schon immer ein Guter. Er war mir aber bei Dark Elements immer zu glatt. Und er war halt immer der so korrekt war. Und das hat sich ja jetzt am Ende von der Reihe auch geändert gehabt. Und ja, so wie er jetzt hier in diesem Buch hier ist, gefällt er mir sehr. Und ich freue mich dann schon auf die weiteren Teile dieser Reihe. Und mehr kann ich jetzt nicht sagen, außer dass ich das Buch ganz, ganz doll liebe. Und ich mich freue, wenn dann ein neuer Teil kommt. Oh, und ich jetzt wahrscheinlich schon fluchen werde über das Ende. Ich weiß, das ist ein offenes Ende. Ich habe ja schon geguckt. Ich habe ja hinten reingelesen und habe den letzten Abschnitt mir mal so durchgelesen, weil ich halt einfach wissen wollte, ob es noch was kommt oder nicht. Und das erfährt man ja meistens im letzten Abschnitt. Also habe ich mich quasi ja schon mal gespoilert. So ein bisschen, aber nicht viel. Also wenn man die Zusammenhänge nicht kennt, versteht man das Ende auch nicht. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass es eine Reihe ist. Tata! Und bei uns regnet es gerade wie Sau. Also es kommt gerade richtig runter an Sturzbächen, was für die Natur absolut gut ist. Und ich freue mich auch, weil die Natur braucht auch mal das Wasser. Aber ich hoffe nicht, dass das jetzt hier nachher so extrem gewittert und hier noch irgendwo Blitz einschlägt. Selbsterfüllende Prophezeiung. Wer von euch kennt's? Auf jeden Fall will ich ja nachher am Computer und spielen und dann wäre das richtig kacke, wenn dann hier die Technik abbraucht. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, ja, gibt es ansonsten nichts viel Neues zu erzählen. Die Woche war meh, wie immer. Arbeiten ist meh. Freizeit ist viel zu wenig. Ja, ansonsten ist bei uns auch nicht viel passiert diese Woche. Ich bin so froh, wenn ich dann Urlaub habe, aber ich habe immer noch 5 Wochen bis zum Urlaub. Ich weiß nicht, wie mein Mann auf die Idee kommen könnte, die letzten 2 Augustwochen aus Urlaub zu nehmen. Es ist so verdammt lang hin. Aber vielleicht ist dann das restliche Jahr für mich nicht so kräftezehrend. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht habe ich dann durch diesen späten Urlaub so ein bisschen mehr, ein bisschen länger was davon einfach. Naja, ihr werdet sicherlich wissen, was ich meine. Ja, ansonsten gibt es bei mir eigentlich auch nichts weiter zu berichten. Ich werde dann morgen, wenn ich es schaffe, oder Sonntag spätestens, den 8. Teil der Diamonds for Love-Reihe noch anfangen und mit Fire and Frost auf jeden Fall noch anfangen. Die 2 Bücher möchte ich auf jeden Fall auch noch jetzt dann als nächstes mitlesen. Und ja, dann mal schauen. Es steht auf diesen auf der Leseliste für diesen Monat steht auf jeden Fall auch noch Palace of Glass, dass ich das nochmal rereade. Und Throne of Lies
steht noch drauf. Ich weiß gar nicht, was sonst noch auf der Liste steht. Die Bücher auf jeden Fall. Ich überlege nur, ob ich Palace of Glass tatsächlich jetzt schon anfangen sollte oder ob ich das nochmal tausche gegen Black Blade, weil ich ja jetzt den ersten Teil von Black Blade nochmal gelesen habe und eigentlich würde ich gerne die Reihe erstmal beenden, ehe ich dann Palace of Glass lese und mir die Reihe dann wieder zu Gemüte führe. Ich habe Angst, dass ich jetzt wieder zu viele Reihen mit einmal anfange. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen überlege ich, ob ich Palace of Glass auf nächsten Monat schiebe oder übernächsten, je nachdem. Und dann halt jetzt erstmal Black Blade lese, weil ich da jetzt einmal von der Thematik her ja noch drin bin. Ich glaube, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Ich glaube, das mache ich auch, weil ich will diese Reihe ja endlich fertig lesen, nachdem sie hier 3 Jahre auf meinem Sub lag. Ah, das sind alles schwerwiegende Entscheidungen, die ich hier treffen muss. Aber ich komme mit meiner Liste echt gut klar. Dadurch, dass ich ja dort immer so 8 Bücher draufstehen habe oder 9, die ich lesen kann in dem Monat, komme ich damit echt gut hin und lese halt auch wirklich nur diese Bücher. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt sage, oh mein Gott, ich will unbedingt ein anderes Buch lesen. Also ich habe jetzt auch noch Idle hier und Hope Again und All In und die ganzen Bücher. Aber die liegen da und ich weiß, okay, die sind nächsten Monat oder übernächsten Monat dran und das ist für mich okay. Ich habe jetzt nicht so, dass ich sage, ich will es jetzt gleich lesen. Also das funktioniert mit der Leseliste für mich bis jetzt echt gut. So, mehr gibt es jetzt eigentlich an dieser Stelle auch nicht zu erzählen. Ich würde sagen, ich melde mich Sonntag nochmal bei euch. Und ja, sag mal, bis dann dann. Hallo ihr Lieben, es ist Sonntagmorgen, mein Mann hat gerade die Niesattacke des Todes. Der kriegt sich seit 5 Minuten nicht mehr ein und niest seit 5 Minuten durchweg. Und ja, wundert euch nicht, wenn der im Hintergrund rumniest. Ich wollte mich nur kurz melden, es ist Sonntag früh, man sieht es glaube ich auch, ich bin noch ein bisschen matschig und mein Pony sitzt nicht und ach, alles ist blöd. Ja, wir warten jetzt gerade, dass mein Schwiegerpapi Milo wieder bringt, der hat ja gestern bei meinen Schwiegereltern geschlafen und wir waren ja auf Omas Geburtstag. und es war wirklich sehr, sehr schön und sehr, sehr toll. Und warum ist die Klappe von meinem Akku offen? Hallo, geh zu. Und ja, war wirklich ein toller Tag, auf der Heimfahrt hat es geregnet wie Sau und ich, das erste Mal seit 5 Jahren, dass ich im dunklen Autobahn fahre und dann noch mit Starkregen. Läuft. War super. Aber ich bin vorsichtig gefahren, hat alles gut geklappt, aber es war halt echt mal so eine Erfahrung wieder, ne? Mal so bei Starkregen über die Autobahn zu fahren, ist schon heavy. Ja, ich melde mich aber eigentlich, weil ich euch sagen wollte, dass ich gestern... Muss ich das Buch in die Hand kriegen? Und mit dieser Schiene ist das echt bescheuert. Ich habe gestern Dark Elements 4 fertig gelesen. Ich habe gestern dann auch gleich noch das Video gedreht. Und das ist auch heute schon gleich online gegangen, weil ich dachte mir, dann habe ich es zum einen gleich weg und zum anderen, ich habe gerade kein anderes Video, was ich Sonntag hochladen kann, weil ich habe einfach keine Zeit gehabt die Woche zum Drehen. Ich fand das Buch mega gut. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mich super in die Geschichte wieder eingefunden und in die Welt. Ich finde Zane wirklich großartig. Ich finde die Entwicklung, die er gemacht hat, zu der alten Reihe wirklich großartig. Und ich freue mich schon sehr auf die weiteren Teile, die jetzt noch kommen. Und ich hatte es in meinem Rezi-Video gesagt, dass ich die Danksagung wirklich sehr, sehr krass finde. Ich glaube, ich hatte es hier in dem Video eh schon gesagt, ne? Dass Jennifer Armentrout in der Danksagung geschrieben hat, dass sie unter der gleichen Krankheit leidet wie die Protagonistin in dem Buch. Und dass das einfach mal heftig ist, denn Jennifer Armentrout wird irgendwann blind sein. Und das finde ich für eine Autorin gerade richtig, richtig schlimm. Weil, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, ey. Also es ist im Allgemeinen sehr, sehr schlimm und grausam, ne, wenn man so eine Krankheit hat. Aber wenn du dann halt als Autor, ne, wo du dein Augenlicht ja brauchst, auch für die Arbeit und alles, dass du das dann verlierst, das ist richtig bitter. Und ich bewundere diese Frau dafür, dass sie so offen damit umgeht und dass sie auch halt reingeschrieben hat, wie es ihr damit geht und alles. Und ja, ich fand die Danksagung einfach wirklich mega krass und mega gut. Und ja, wenn ihr das Buch habt, solltet ihr sie euch auf jeden Fall durchlesen. Soviel zu Dark Elements 4. Ich fand das Buch, wie gesagt, wirklich richtig, richtig gut. Dann habe ich gerade eben mit der Niki so ein bisschen geschrieben. Die schickt mir heute Abend das E-Book von Damien, den 2. Teil der Rock and Love Me-Reihe. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Das werde ich dann jetzt die Woche über mitlesen. Und dann kam gestern noch ein Buch an, was ich angefragt hatte. Und das werde ich jetzt heute lesen. Das habe ich mir gestern schon vorgenommen, dass ich dieses Buch heute gleich anfangen werde. Und zwar, hier ist das Schätzchen. Das kam gestern noch an, bevor wir weg sind. Und zwar Show Me the Stars von Kira Moon. Ich packe mal kurz den Umschlag hier weg.
Ich bin ja schon seit letztes Jahr Buchmesse Oktober so gespannt auf die Geschichte. Die Autorin war ja letztes Jahr beim Bloggertreffen vom KISS Verlag. Und ja, ich habe da letztes Jahr schon so einen Hype auf das Buch bekommen, weil die Autorin das einfach alles so toll beschrieben hat und erzählt hat. Und wo sie meinte, worum es in der Geschichte ging und mit diesem Leuchtturm. Und es war einfach so cool. Und wie gesagt, es hat mich letztes Jahr schon übelst angefixt. Und jetzt habe ich das Schätzchen in der Hand, so ein gutes Jahr später. Und ich freue mich schon so unglaublich drauf. Und wie gesagt, das werde ich dann jetzt gleich anfangen zu lesen, wenn wir durchdiskutiert haben, was wir nun wegen Mittagessen machen. Wir haben vergessen, uns was heute fürs Mittagessen zu kaufen. Und jetzt überlegen wir, wie wir es machen. Bestellen, selber holen. Ja, mal schauen. Ich glaube, es wird auf Döner hinauslaufen heute. Naja, egal. Auf jeden Fall freue ich mich schon sehr auf Show Me the Stars. Ich werde euch natürlich sofort berichten, wie es mir gefallen hat. Ich weiß gar nicht, das Buch kommt erst Ende des Monats raus. Ich weiß nicht, wie es mit der Rezi ist. Ich muss mal gucken, ob da was auf dem Zettel steht, wann ich die veröffentlichen darf, die Rezi. Weil manchmal darf man die ja schon eine Woche vorher oder so veröffentlichen, manchmal nicht. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwelche Infos finde. Wenn nicht, geht es an dem Tag online, wo es erscheint. Ist ja noch ein bisschen Zeit, also wenn ich es bis dahin schaffe, ne? Bevor ich jetzt aber einfach mal ausgehe. Und ja, ich halte euch einmal hier den Inhalt in die Kamera. Dann könnt ihr Pause drücken und euch das einmal durchlesen. Dann wisst ihr, worum es geht. Ich habe jetzt gerade keine Lust, das vorzulesen. Aber es klingt einfach so verdammt gut. Und ich bin ja ein riesiger Fan von KISS. Ich freue mich schon so drauf. Show Me the Stars werde ich jetzt, wie gesagt, gleich anfangen zu lesen. Ich warte jetzt, dass Milo kommt. Und dann kümmern wir uns ums Mittagessen. Und heute 14 Uhr gehe ich mit der Tina noch ein bisschen Raft spielen. Da freue ich mich schon die ganze Woche drauf, endlich wieder ein bisschen Raft spielen mit Tina. Das macht so einen Spaß. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle nicht zu sagen. Ich würde sagen, ich melde mich später. Bis dann dann. Hallo. So sehe ich aus, wenn ich enttäuscht bin von einem Buch. Das ist doof. Ich hasse es, wenn Bücher mich enttäuschen. Oder wenn mein Hype auf so ein Buch einfach im Vorfeld so groß ist, dass ich dann eigentlich nur enttäuscht werden kann. Das finde ich doof. Ich weiß nicht mehr, was bei meinem letzten Update gewesen ist, was ich euch gesagt habe. Ich glaube, da habe ich euch gesagt, dass ich jetzt mit diesem Buch anfangen werde. Heute ist Dienstagabend im Übrigen, der 16. Juli. Ich glaube, heute ist der 16. Kann das sein? Ich glaube, heute ist der 16. Dienstag. Und ja, ich habe gerade Show Me the Stars von Kira Moon beendet. Dieses Buch ist nicht schlecht. Dieses Buch ist aber auch nicht gut. Dieses Buch ist für mich leider Gottes wirklich nur Mittelmaß. Knallhart muss ich das jetzt sagen. Ich bin ehrlich. Die Geschichte hatte nichts an sich, was sie wirklich ausdrucksstark macht. Kann man das so sagen? Ich weiß nicht so richtig, wie ich euch das erklären soll. Ja, dieses Buch hatte einfach nichts. Dieses Buch war weder lustig, noch war es sexy, noch war es besonders charmant, noch hat es durch irgendeine andere Eigenschaft bestochen. Diese Geschichte dümpelte einfach so vor sich hin und sie wurde auch einfach nicht besser. Ich habe dann an einer bestimmten Stelle gedacht, oh, jetzt passiert was, jetzt wird's gut. Und dann so, nein, okay, doch nicht. Also, ja. Jetzt auf den letzten 40 Seiten habe ich einfach nur gedacht über die Protagonistin, wie dumm bist du eigentlich? Alter, mein Gut, sie ist 22 und noch ein bisschen jung. Auch vom Denken her, aber sie tut die ganze Zeit so total erwachsen und sie weiß, was sie will und sie weiß, was sie tun muss und dann tut sie andere Dinge, als dass sie weiß, dass sie tun muss und dann... Aber warum ist das so? Echt jetzt, das ist... Oh. Ja, also ich bin mit den Charakteren null warm geworden. Die sind überhaupt nicht an mich rangegangen, diese Charaktere. Die Autorin hat wirklich versucht, sie menschlich darstellen zu lassen. Sie hat begründete Ängste den Charakteren gegeben, auch der Protagonistin. Die Protagonistin hatte eine spezielle Angst, die auch begründet war, aufgrund dessen, was sie in ihrer Kindheit erlebt hat. Und ich konnte das super nachvollziehen. Ich habe das auch verstanden vom logischen Aspekt her und von allen, aber es hat mich null berührt. So null.
hatte auch ein großes Problem damit, dass ich mir die Charaktere absolut nicht vorstellen konnte, rein optisch. Niemanden. Keinen einzigen. Außer vielleicht Eirin, dass sie rote, lockige Haare hat. Aber ansonsten konnte ich mir keinen einzigen Charakter vorstellen. Und die sind mir überhaupt nicht nahe gegangen. Also die sind überhaupt null an mich rangegangen. Das, ja, ob die jetzt gestorben wären am Ende oder nicht, wäre mir jetzt auch egal gewesen. Also auf emotionaler Ebene hat mich das Buch null gecatcht, wie man so schön sagt. Also es ist null meine Geschichte. Dieses Buch war für mich einfach ein Buch, was okay war. Ich sag, es ist keine schlechte Geschichte. Ich finde die Aufmachung der Geschichte, die Idee hinter der Geschichte wirklich gut. Mir gefällt diese Idee mit dem Leuchtturm und die Autorin hat streckenweise wirklich ganz tolle Umschreibungen hier drin für die Orte und für bestimmte Dinge und Situationen. Das hat sie wirklich ganz, ganz toll geschrieben auch. Das Buch lässt sich auch echt super lesen, aber es hat mich auf emotionaler Ebene null berührt. Und ihr wisst, das geht für mich gar nicht, weil ich ein Mensch bin, der nur auf emotionaler Ebene handelt, denkt, fühlt und alles. Und das Buch, wie gesagt, hat mich null gekriegt und das enttäuscht mich gerade so. Ich bin gerade so todtraurig darüber. Auch der zweite und der dritte Teil, man hat hier vorne schon auf der Klappe von der Klappbroschur, sieht man schon, um wen es im zweiten und im dritten Band geht. Und jetzt bin ich total gelb, weil ich euch das hier in die Kamera gehalten habe. Auf jeden Fall sieht man schon, um wen es im zweiten und dritten Teil geht. Und auch das interessiert mich null. Man weiß von der Protagonistin aus dem zweiten Teil nur, sie ist Barkeeperin. Und sie musste einmal ganz schnell an ihr Handy gehen, als ihre Mutter angerufen hat. Und das catcht mich auch null, dass ich das weiterlesen möchte. Im dritten Buch geht es um Eirin, diese eine mit den roten, lockigen Haaren, die führt ein Bed and Breakfast. Aber auch das interessiert mich nicht wirklich, weil auch das hat mich null gekriegt. Die Charaktere haben mich einfach nicht berührt. Und ich werde deswegen diese Reihe auch nicht weiterlesen, denke ich mal. Also es sei denn, es überkommt mich jetzt noch, dass ich sage, ich würde dieses Buch unbedingt haben, dann kaufe ich es mir. Ich werde es definitiv aber nicht anfragen. Ja, also entweder kaufe ich sie mir irgendwann, weil es mich danach dünkt oder so. Aber wie gesagt, anfragen werde ich die auf jeden Fall nicht. Was das betrifft, bin ich da raus bei der Reihe leider. Wie gesagt, sie hat mich emotional leider null abgeholt. Und das finde ich so todtraurig, da ich mich wirklich seit letztes Jahr Oktober so unglaublich auf diese Geschichte gefreut habe, wo ich das erste Mal von der Geschichte gehört habe und ja, konnte mich leider emotional absolut nicht abholen oder mitnehmen, was ich sehr, sehr schade finde. Aber ich möchte ja ehrlich zu euch sein, ich möchte auch ehrlich zu mir sein, deswegen ist diese Geschichte für mich raus. Ich werde hier nicht weiterlesen, was ich sehr, sehr schade finde. Ich habe mich wirklich sehr auf diese Reihe gefreut, aber es bringt mir nichts, wenn ich Bücher lese, wo ich von vornherein weiß, dass die mir nichts geben. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt Bücher, da nimmt man zum Beispiel immer noch was mit raus, wie bei den Büchern von Jackie. Jackie schafft es wirklich, dass ich aus jedem ihrer Bücher für mich was mit rausnehme. Sei es, dass ich anfange, über bestimmte Dinge nachzudenken oder dass ich für mich sage, ja, das ist ein gutes Mantra vielleicht auch für mich in der Umsetzung, im alltäglichen Leben. Aber manche Bücher, da nehme ich halt witzige Situationen mit raus, wo ich vielleicht auch 3 Tage später nochmal drüber nachdenke, nochmal mit lachen kann. Oder ich nehme die Liebe zu einem Charakter mit mir mit. Wisst ihr, was ich meine, die ich während der Geschichte für den entwickelt habe? Irgendwas bleibt bei einem sehr guten Buch oder auch bei einem guten Buch immer hängen. Und irgendwas nimmt man immer mit. Und das war bei dem Buch so überhaupt nichts. Null. Außer, dass ich die Insel cool finde, wo der Leuchtturm draufsteht. Und dass ich den Leuchtturm mega cool finde. Also der Leuchtturm ist wirklich mega cool. Und das hat die Autorin auch wirklich wunderbar alles beschrieben und erklärt. Und man konnte sich ein ganz tolles Bild machen vom Setting. Also was das betrifft, ist die Geschichte echt super. Aber das war es dann auch schon. Ja, das wollte ich euch jetzt gerade nur nochmal sagen, dass ich gerade echt traurig bin, dass mich das Buch so enttäuscht. Und ja, dass das halt so ist, wie es ist. Aber man kann da nichts machen. Ich werde jetzt mir das nächste Buch noch auf mein Handy packen. Das nächste Buch, was ich lese, wird ein E-Book sein. Oh mein Gott, sie liest ein E-Book. Ob es nicht im Nirvana ihres Kindles verschwindet? Nein, wird es nicht. Denn das nächste Buch, was ich als E-Book lesen werde, ist das neue Buch von der Niki. Und zwar ist es Damien. Und auf Damien freue ich mich auch schon, denn Damien ist der zweite Teil der Rock and Love Me Reihe. Der erste Teil hieß ja Blake.
Und ich muss noch mal ganz kurz das hier verschieben. Dann kann ich gucken, ob Niki das Cover mit drauf gemacht hat. Wartet mal. Kann ich euch das Cover nochmal mit zeigen? Ich muss nur gucken, in welchen Ordner ich es verschieben muss, dass es in meinem Kindle ist. Wer von euch hat die Kindle-App auf dem Handy und hat auch immer das Problem, dass er die Dateien, die er lesen möchte, in einen bestimmten Ordner schieben muss, damit sie im Kindle sind? Furchtbar. So, wartet. Auf dem Kindle habe ich sie. Vor allen Dingen, es dauert dann immer ewig, ehe ich diesen Ordner gefunden habe, aber jetzt ging es relativ schnell. Auf jeden Fall lese ich als nächstes Damien den zweiten Teil der Rock and Love Me Reihe, wo ich mich wirklich schon sehr drüber freue. Und na guck mal, Writers in New York habe ich auch angefangen. Müsste ich auch mal weiterlesen. Ah, wartet, jetzt da. Da ist das. Oh Gott, ist das hell. Wartet, ich muss das Display ein bisschen dunkler machen. Das ist ja verdammt hell hier. Ich glaube, ich habe eingestellt Systemhelligkeit verwenden, oder? Ah, nee, eben nicht. So. Da, jetzt knallt es nicht so. Da, das ist das nächste Buch, was ich jetzt lesen werde. Der erste Teil der Rock'n'Love-Reihe war noch eher so Jugendbuchrichtung, auch was die Erotik und so anbelangt. Aber Niki hat mir schon gesagt, dass die weiteren Teile eher so ja, Richtung nur Adult gehen werden. Und ja, ich bin sehr gespannt auf Damien. Wie mir das Buch gefällt, werde ich euch auf jeden Fall berichten. Ich werde jetzt auch ins Bett gehen und meinen Kummer verarbeiten über Show Me the Stars. Ich werde das in einem extra Video natürlich dann auch nochmal alles erzählen. Aber ja, so viel von mir. Ich wollte euch an meiner Traurigkeit teilhaben lassen. Es ist so schade, wenn ein Buch, auf das man sich so mega freut, dann so abstinkt. Aber so what, so ist es nun mal. Und ja, mehr gibt es eigentlich, glaube ich, gerade nicht zu erzählen. Wollte ich noch irgendwas erzählen? Keine Ahnung. Mir fällt gerade nichts ein. So, ich komme jetzt über meinen Kummer hinweg. Ich sag mal, bis dann. Hallo ihr Lieben, heute ist Donnerstag, der 18. Juli. Ja, es ist der 18. Juli heute. Und morgen nochmal arbeiten und dann das Wochenende. Oh, ich sage es euch, ich bin so froh, wenn die Woche rum ist. Unser System auf Arbeit tut die ganze Woche schon hängen. Es ist so furchtbar, du gibst einen Befehl in unser System ein und dann kriegst du es mit einer Eieruhr. Und es dreht sich und dreht sich und dreht sich und es tut sich einfach nicht. Und du musst am Tag 150 Millionen Befehle in dieses Programm eingeben, und damit du arbeiten kannst. Und das, das macht mich wahnsinnig. Ja, auf jeden Fall macht mich das System diese Woche wahnsinnig. Und ich habe halt das Gefühl, je weiter die Woche voranschreitet, umso weniger Bock hat unser System. Das wird von Tag zu Tag schlimmer. Und wenn das morgen wieder so wird, dann, ey, echt, Leute, dann streike ich, dann gehe ich irgendwann nach Hause. Ich habe echt keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ja, auf jeden Fall bin ich froh. Es ist Feierabend, morgen nochmal arbeiten und dann Haken dran für die Woche. Ich habe auch ein Buch beendet, deswegen melde ich mich eigentlich. Ich habe eben Damien fertig gelesen, den zweiten Teil der Rock and Love Me Reihe von Niki. Ich blende euch das Cover einfach mal hier ein. Was kann ich euch zu dem Buch erzählen? In dem Buch geht es ja um Damien. Damien ist Gitarrist der Band Remember Tonight. Im ersten Teil lernen wir Blake kennen, der ist der Leadsänger, und im ersten Teil geht es um die Geschichte von Blake und Sarah Ann. Und jetzt geht es halt um Damien, den Gitarristen. Und Damien hat eine Tradition. Er lässt sich jedes Jahr am Todestag seiner Schwester ein neues Tattoo stechen. In Gedenken halt auch an seine Schwester. Und das sind immer Disney-Figuren. An diesem Tag in diesem Jahr ist etwas anders, denn der Tätowierer, zu dem er sonst immer geht, ist krank. Und ja, er hat jetzt die Wahl, sich von einer sehr frechen Ersatztätowiererin quasi tätowieren zu lassen oder einfach zu gehen und einen neuen Termin auszumachen. Und da dieser Tag, der ihn immer sehr emotional mitnimmt, ist er natürlich not amused über diese ganze Sache und ist natürlich auch entsprechend gereizt und ein ziemliches Arschloch an dem Tag. Und das bekommt die Tätowiererin, deren Name Tamara ist, oder Tamara, je nachdem, wie man es jetzt ausspricht. Ja, die bekommt das natürlich alles ab, aber sie ist zum Glück nicht auf den Mund gefallen und gibt ihm ordentlich Kontra. Und der Tag endet dann irgendwie damit, dass Damien zusätzlich zu seinem Tattoo noch ein anderes Schmuckstück erhält. Was verrate ich euch an dieser Stelle mal nicht. Und ja, dieses Schmuckstück erhält er aufgrund einer Wette, nennen wir es jetzt einfach mal so, die er mit Tamara abgeschlossen hat. Und wenn er das machen lässt, dann will sie mit ihm schlafen. Und ja, er ist den ganzen Tag schon sehr spitz auf sie, nennen wir es jetzt einfach mal so. Das hat auch seine Gründe. Und
Ja, am Ende landen die beiden dann zusammen im Bett und gehen wieder ihres Weges. Und Damien denkt sich so, ach ja, schön war's, war eine geile Nacht mit einer heißen Frau. Und dann liest er einige Tage später unter einem Instagram-Post, dass sie es nicht so geil fand. Und das kann er natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Und ja, macht sich auf den Weg, um Tamara vom Gegenteil zu überzeugen und um eine zweite Chance zu bitten, um ihr zu beweisen, dass er doch besser ist im Bett als das, was er da geliefert hat. Und ja, was dann mit den beiden alles passiert und was dann noch alles in dieser Geschichte drin vorkommt, das ist es im Endeffekt, worum es in diesem Buch geht. Man muss sagen, dass dieses Buch schon sehr sexuell ist. Also Leute, die mit sexuellen Anspielungen und sexuellen Witzchen und so ein Kram, denen das auf den Sack geht, den würde ich generell sagen, wird schwierig für euch. Ich finde es ja okay, also mich stört ja sowas nicht, gerade wenn ich weiß, dass das Buch halt mit Absicht so ist und bewusst so ist, weil die Charaktere halt auch sehr offen sind, was das Sexuelle betrifft und so. Deswegen stört mich das nicht. Ich hatte bei dem Buch allerdings ein Problem, und zwar, dass mir Tamara ab einem bestimmten Punkt in der Geschichte tierisch auf den Sack gegangen ist. Und ich hätte da einfach nur noch gegen die Wand klatschen können. Und ich habe einfach nur gedacht so, was zur Hölle? Wie bist du denn drauf? Du undankbare Göre, du verwöhnter Wanz. Ey, wirklich, ich hätte die echt vor die Wand klatschen können. Das änderte sich zum Ende wieder, das wurde zum Ende hin wieder besser, aber das hat es für mich echt verkackt. Also ich war dann bei der Protagonistin raus. Er war okay. Sein Verhalten habe ich am Anfang nicht verstanden. Und ja, im Großen und Ganzen war die Geschichte super, hat mir gut gefallen. Ich finde, man merkt halt auch deutlich den Bruch, sag ich mal, zum ersten Teil, weil der erste Teil ja schon noch als Jugendbuch quasi geschrieben wurde und der mir jetzt ja schon eher als Erwachsenen-Erotik-Roman. Und diesen Unterschied merkt man echt krass in seiner ganzen Art und Weise. Also, falls ihr den ersten gelesen habt, stellt euch darauf ein, auf jeden Fall, dass Damien, was das betrifft, komplett anders wird. Und ja, ansonsten kann ich nicht viel sagen. Wie gesagt, das Buch hat mir gut gefallen. Ich mache dann nochmal eine extra Rezi dazu, deswegen glaube ich jetzt gar nicht so viel. Und ja, ansonsten kann ich euch auch nicht viel erzählen. Ich bin froh, wenn Wochenende ist. Ich habe keine Lust mehr. Ich muss mal gucken, was ich jetzt heute noch mache. Eigentlich habe ich keine Lust, heute noch was zu lesen. Aber mal gucken, was ich jetzt heute noch so mit mir anfange. Ich habe auf jeden Fall hier noch ein Briefchen gekriegt. Da ist was drin, was ich gekauft habe. Da ist ein Geburtstagsgeschenk drin. Und ich kann euch das jetzt nämlich schon zeigen, weil bis das Video hier online geht, hat das Geburtstagskind sein Geschenk schon und dann ist das nicht schlimm, wenn dieses Geschenk hier in dem Video auftaucht. Ich muss das unbedingt morgen gleich zur Post bringen, weil aufgrund von Verkettung unglücklicher Ereignissen hat das jetzt hier alles ein bisschen länger gedauert mit dem hier. Ja, weil das alles anders geplant war. Aber ich habe es ja jetzt und das Geschenk muss am Montag rein theoretisch beim Geburtstagskind sein und ich denke, bis dahin wird es dort ankommen. So, und ich zeige euch mal kurz das Geschenk. Tada! Es ist ein Stoffbeutel. Ein wunderschöner Stoffbeutel, möchte ich dazu sagen. Ich finde den so schön. Und der Stoffbeutel ist von... Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Der scharf. Okay, man sieht es nicht. Die Kamera stellt es nicht scharf. Aber der Stoffbeutel ist auf jeden Fall von Liebe Naht. Liebe Naht ist eine Internetseite, auf der man Taschen bestellen kann. Große Taschen, kleine Taschen. Gibt es auch so Kirschkernkissen und so ein Kram. Und diese Seite betreibt eine sehr gute Bekannte von mir. Und ja, Annika, für die das Geschenk ist, hat irgendwann mal gesagt, dass sie die Stoffbeutel total schön findet. Es gibt auch einen Instagram-Account, der Liebe Naht heißt. Und ja, Annika hat irgendwann mal gesagt, dass sie diese Stoffbeutel sehr, sehr toll findet und auch gerne einen hätte. Und dann dachte ich mir, sie hat Geburtstag, dann bestelle ich ihr doch einen und dann bekommt sie den. Und eigentlich wollte ich mich mit meiner Bekannten vorher treffen, dass wir den persönlich übergeben, weil wir uns ja auch schon eine Weile nicht gesehen hatten. Aber das hat jetzt terminlich alles nicht geklappt. Ja, deswegen hat sie mir jetzt doch zugeschickt und ich bin froh, dass er heute noch gekommen ist. Dann kann ich nämlich das Geburtstagsgeschenk morgen alles, also jetzt noch alles zusammenpacken und fertig machen und das Geschenk morgen wegschicken. Ich hoffe nur, dass das andere, was ich noch für Annika zum Geburtstag habe, in das Paket passt. Das werden wir sehen. Aber ich finde den Beutel so schön. Irgendwann kaufe ich mir auch mal noch einen. Liebe Naht, Instagram, schaut vorbei. Meine Bekannte freut sich. Und ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Ich werde den dann wieder einpacken und dann... Ich werde den Beutel dann einpacken und zusammen mit den anderen in einen Karton packen und beten, dass das andere, was ich für Annika habe, da reinpasst. Ich hoffe es. Sonst habe ich echt ein Problem, weil ich habe kein Packpapier mehr, dass ich das so einpacken könnte.
we will see und ich höre jetzt auf, hier Schwachsinn zu erzählen. Deswegen sage ich mal, bis später. Ich melde mich bestimmt am Wochenende nochmal. Tschüss! Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Sonntag, der 21. Juli und mir ist gerade was total Gruseliges passiert und ich dachte, ich erzähle euch das jetzt mal ganz kurz. Ich war gerade am Handy und habe da rumgespielt und hatte die Amazon-Website offen, weil ich bei der Patty nämlich ein Buch gesehen habe, wo ich dachte, oh mein Gott, das ist so cool, da guckst du jetzt nach. Und ich gucke da auf Amazon und gucke nach dem Buch. Das war übrigens das Stranger Things Buch, nach dem ich gerade geguckt habe. Und auf einmal fängt mein Handy an zu summen. So ein... Und ich denke mir, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe erstmal alle Programme sofort geschlossen, habe das Handy ausgeschaltet und habe gedacht, was zur Hölle war das denn jetzt bitte? Ich hatte im Hintergrund zwar YouTube offen, aber da war kein Video ausgewählt oder irgendwas. Da war einfach nur die App offen und was anderes hatte ich nicht offen, was irgendwie Geräusche verursachen könnte. Und ich habe jetzt gerade so ein bisschen Angst, dass vielleicht irgendjemand mein Handy gehackt hat. I don't know. Ich weiß es nicht. Falls aber irgendwie in nächster Zeit irgendwelche komischen Posts von mir auf Instagram oder so erfolgen sollten, wisst ihr Bescheid, dann wurde ich wahrscheinlich hier gerade gehackt. Aber was war das? Ey, das war voll creepy. Wie in so einem schlechten Horrorfilm. Oh mein Gott. Ich habe nur gerade mal auf Instagram geguckt, ob alles okay ist. Hat Chris Hemsworth gerade gepostet. Thor, Love and Thunder. Oh mein Gott. Und er schreibt nur drunter, coming soon. Ich liebe ja Marvel, wie ihr wisst. Auf jeden Fall war das gerade so gruselig. Boah. Da fängt mein Handy an zu singen. Boah, das war wirklich wie in so einem schlechten Horrorfilm. So ein... gruselig. Ja. Ich beobachte das jetzt mal weiter. Also falls ihr irgendwelche komischen Nachrichten von mir kriegt oder irgendwelche komischen Sachen auf meinen Profilen auftauchen, dann bin ich wahrscheinlich gehackt worden übers Handy. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr gruselig. Ja, meine Brille sitzt bei mir auch schief heute. Ich werde jetzt ein bisschen in den Stream gehen. Ich möchte gerne Horizon Zero Dawn weiterspielen. Das Spiel hat mir gestern so viel Spaß gemacht. Ich habe es gestern angefangen. Und ja, ich war jetzt gerade nochmal mit Milo draußen, dass der jetzt auch erstmal Ruhe gibt für die nächsten 3 Stunden, wenn ich jetzt zocke. Und ja, ich habe angefangen gestern noch mit dem 8. Teil der Diamonds for Love-Reihe. Ich bin jetzt auf Seite 140 ungefähr. Ich habe jetzt eben gerade noch ein bisschen gelesen. Und bisher mag ich das Buch. Es wird keine Geschichte, wo ich sage, boah, die ist Bombe, die ist mega gut. Weil die Geschichte schon sehr schnell voranschreitet, aber es passiert halt nicht wirklich irgendwas Spannendes. Also das ist wieder so eine nette Geschichte so für zwischendurch, die so ein bisschen dahin dümpelt, aber trotzdem nicht langweilig ist. Also ja, ich bin gespannt bei den Charakteren, was da jetzt noch alles passiert. Und ja, das lese ich im Moment. Ich wollte seit Freitag mit Fire and Frost anfangen. Ich bin Freitag nicht mehr dazu gekommen, noch irgendwie was zu lesen. Ich bin gestern den ganzen Tag eigentlich fast gar nicht zum Lesen gekommen. Ich habe dann gestern Abend aus Protest mich hingesetzt und mit Diamonds for Love angefangen und da die ersten 40 Seiten gelesen, weil ich einfach gesagt habe, das kann nicht sein, dass du gar nichts geschafft hast heute, was das Lesen betrifft. Und ja, heute habe ich jetzt, wie gesagt, bis Seite 140 schon gelesen. Jetzt werde ich ein bisschen zocken und dann heute Abend auf jeden Fall nochmal weiterlesen. Und gestern der Tag, der war einfach... Ich musste meinen Lesemonat insgesamt 2-mal schneiden, weil einfach das Schnittprogramm sich komplett verbuggt hat irgendwie. Es ging gar nichts, ich konnte das Video nicht exportieren, ich habe einen Rechner neu gestartet, es ging nicht. Ich musste alles löschen und nochmal neu machen. Es hat mich so angekotzt, das hat mich sehr, sehr viele Stunden Arbeit gekostet. Vor allem passiert so eine Scheiße immer beim Lesemonat, immer beim längsten Video von allen. Und ja, man kriegt dann einfach sehr dezent die Krise und dann hatte ich gestern echt die Schnauze voll. Deswegen bin ich dann gestern auch nicht mehr zum Lesen gekommen, so wirklich, weil das halt dann meine Lesezeit, die ich eingeplant hatte gestern, dafür drauf gegangen ist, halt den Lesemonat nochmal zu schneiden und dann zu exportieren und dann hochzuladen und alles fertig zu machen. Das frisst ja halt auch immer schon dezent Zeit. Und ja, jetzt, ja, das ist der aktuelle Stand bei mir. Ansonsten, Milo geht's heute nicht gut. Er hat schon wieder Bauch. Wir waren ja letzte Woche Samstag mit ihm beim Tierarzt und haben ihm eine Spritze geben lassen, weil er da ja auch schon Bauch hatte. Jetzt hat er es wieder und ich habe auch eine Vermutung, was es ist. Die Ärztin hat ja gesagt, das kann
bei ihm eine bakterielle Ursache haben, es kann aber auch eine psychische Ursache haben mit seinen Magen-Darm-Geschichten. Und es war gestern Abend bei uns hier sehr, sehr laut. Also ich glaube, irgendwo hier in der Nähe ist ein Blitz eingeschlagen. Und das hat so einen Wumms getan. Der hat sich so erschreckt, der Kleine. Der hat geschlafen und auf einmal ist der hochgeschnickt. Der ist wirklich gesprungen, als das, dieser Knall kam. Und ich vermute mal, dass er da sich sehr, sehr erschreckt hat. Er hatte danach auch panische Angst. Also er ist dann sofort hoch und sofort zu meiner Freundin auf den Schoß gekrochen, weil die halt direkt neben ihm saß, wo er lag, und hat sich da quasi festgeklammert. Also der hat richtig, richtig Angst gehabt und ich vermute mal, dass das vielleicht auch schon irgendwie dazu beigetragen hat, dass er jetzt vielleicht wieder ein bisschen Magen hat. Außerdem ist er ja so ein Leckstift und leckt alles an und ich vermute, das hat ihm dann zusätzlich noch den Rest gegeben quasi. Milo ist halt einfach sehr empfindlich mit allem. Naja, ich habe ihm jetzt eine Tablette gegeben, weil jetzt schon wieder spritzen lassen können wir ihn nicht. Und hoffe, dass es bis heute Abend sich sein Bauch wieder beruhigt und er dann auch was isst. Naja, das Beste hoffen. Schauen wir einfach mal. Und ja, mehr gibt es jetzt nicht zu erzählen. Ich gehe jetzt ein bisschen Horizon spielen, um mich auch ein bisschen abzulenken. Und sag mal, bis dann dann. Hallo ihr Lieben. Heute ist Donnerstag, der 25. Juli. Kann das sein? Ich glaube ja, heute ist der 25. Und es ist früh 6:30 und aktuell sind die Temperaturen echt noch angenehm. Ich lüfte auch gerade komplett einmal durch. Bei mir im Raum ist es relativ dunkel, weil die Rollos alle unten sind. Die habe ich jetzt gleich unten gelassen, weil macht keinen Sinn, die jetzt hochzumachen. Wenn ich dann gehe, müsste ich sie eh wieder runter machen, damit es halt so ein bisschen die Wärme abhält. Es ist mega heiß, wie auch überall im Rest von Deutschland und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich möchte gern wieder, dass es kalt wird. Ich bin ja ein Winterkind und ich mag den Winter und ich hasse den Sommer und oh. So 25, 26 Grad, das ist für mich noch angenehm, da kann ich gut mit leben, aber hier so 40 Grad, das ist doch abartig einfach nur. Und ja, ich dachte mir, ich melde mich mal kurz wieder. Ich habe mich jetzt schon wieder einige Tage nicht gemeldet, ich weiß gar nicht, wann ich mich das letzte Mal gemeldet habe und sorry für die Reflexion in meiner Brille. Was gibt's Neues? Ich bin schwach geworden und habe ein Buch gekauft. Ein Buch, was nicht auf der Liste steht. Aber ich habe dieses Buch seit 2 Wochen ignoriert in der Buchhandlung. Und dann war ich vorgestern in der Buchhandlung und habe gedacht, ach komm, eigentlich kannst du es doch mitnehmen. Und zwar habe ich mir gekauft The Opposite of You von Rachel Higgins. Ich finde, das Buch klingt einfach echt toll. Und ja, ich mag das Cover auch sehr. Und ja, in diesem Buch geht es um Vera. Und ich lese euch das mal kurz durch. Mit gebrochenen Herzen und geplatzten Träumen kehrt Vera Delane in ihre Heimatstadt zurück. Um wieder auf die Füße zu kommen, macht sie sich mit einem Foodtruck selbstständig. Dumm nur, dass sie diesen genau gegenüber des Sternerestaurants abstellt, in dem Killian Quinn, der Bad Boy der Kochszene, das Zepter schwingt. Er gilt als arrogant und launisch und ist doch eine Legende. Aber die junge Frau lässt sich von dem schroffen Konkurrenten nicht einschüchtern und schon bald fliegen die Fetzen und Funken zwischen Vera und dem heißen Sternekoch. Ich finde, das klingt einfach nach einem Susi-Buch und ja, deswegen musste ich es kaufen. Ich bin nicht drum rumgekommen. Oh, jetzt ist mein Bild auf einmal heller geworden. Und ja, ich bin schwach geworden. Aber ich habe mir gedacht, dadurch, dass ich ja die Leuchtturmreihe von Kira Monig weiterlesen werde, habe ich ja da 2 Slots quasi jetzt wieder frei, die ich neu belegen kann. Und da werde ich dann Him und The Opposite of You lesen in diesen beiden Monaten. Und ja, ansonsten lese ich gerade nicht so viel. Zum einen, weil ich irgendwie momentan durch die Hitze auch nicht so richtig den Kopf fürs Lesen habe. Wenn ich von Arbeit nach Hause komme, bin ich meistens so matschig in der Birne, dass ich nichts mehr irgendwie verarbeiten kann. Ich habe gestern gelesen, und zwar waren das 70 Seiten von dem Schätzchen hier. Das ist der 3. Teil der Fire and Frost-Reihe. Von Dunkelheit geliebt heißt der. Und ich habe gestern für diese 70 Seiten 2,5 Stunden gebraucht. Einfach, weil ich keinen Kopf hatte zum Lesen. Und das hat mich sehr, sehr angebrochen, dass es so lange gedauert hat. Und ich immer wieder Absätze nochmal lesen musste und nochmal lesen musste. Und es war einfach alles sehr anstrengend. Und deswegen, ja, komme ich momentan mit dem Lesen nicht so gut voran, wie ich es eigentlich wollte. Ich bin bei dem Buch jetzt hier so ungefähr bei der Hälfte. So. Und ich muss sagen, bisher gefällt es mir richtig gut wieder. Das ist ja der 3. Teil, deswegen möchte ich zum Inhalt nichts sagen, weil ich euch nicht spoilern möchte. Und ja, ich kann nur sagen, dass mir die Geschichte von Ruby und Arcus, den Frost und Fireblots, immer noch sehr, sehr gut gefällt. Im 3. Teil geht es ja jetzt darum, eine Gottheit aufzuhalten und den Plan zu verhindern, alle Menschen zu töten. Und ja, Ruby muss ja jetzt
Und Ruby ist das Zentrum quasi dieses Krieges, denn sie hat eine ganz besondere Macht. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich kann nur sagen, wie gesagt, es gefällt mir sehr gut. Ich mag es bisher wieder sehr. Ich fand den ersten und auch den zweiten Teil wirklich gut. Hat mir auch sehr gut gefallen. Und ich bin gespannt, was jetzt hier noch passiert. Und ja, mal schauen. Das Buch ist in 3 Teile unterteilt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Und ich bin jetzt bei Teil 2. Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt und mehr kann ich dazu im Moment auch nicht sagen. Was anderes lese ich nicht. Eigentlich wollte ich parallel noch Crown of Lies lesen, aber irgendwie, wie gesagt, bin ich im Moment nicht richtig in Stimmung zum Lesen, weil es einfach zu warm ist und ich einfach nicht den Kopf habe. Und ich habe letztens im Fernsehen gesehen, dass Forscher an der Harvard University herausgefunden haben wollen, dass Hitze dumm macht. Und je länger man der Hitze ausgesetzt ist, umso dümmer wird man in dem Moment. Aber ich kann mir das schon gut vorstellen, weil es ist einfach, wenn es heiß ist, du hast keinen Kopf für nichts. Und ja, deswegen, wie gesagt, funktioniert das mit dem Lesen auch nicht alles so gut im Moment. Ich denke mal, ich werde mich Samstag nochmal melden, dann werde ich das Video hier beenden und schneiden, dass es nächste Woche online gehen kann. Und ja, mehr gibt es aktuell von meiner Seite auch nicht zu sagen. Ich würde sagen, ich melde mich später wieder. Ja, irgendwie hat das diesen Monat wieder nicht so gut geklappt mit dem, ich melde mich mal öfters und erzähle euch ein bisschen mehr über die Bücher, so wie ich es damals bei meinem Lesetagebuch gemacht habe. Irgendwie funktioniert das bei mir im Moment nicht mehr. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich lese aber halt auch im Moment nicht so viel, deswegen kann das auch daran mitliegen. Naja, müssen wir jetzt so mit leben, wie es ist, und ich muss mich jetzt losmachen. Ich fahre jetzt zu Mutti, bringe den Kleinen hin und dann muss ich auf Arbeit eine Runde schwitzen bis heute Nachmittag und dann, ja, mal schauen, wie es heute Nachmittag so wird und ob ich da Bock habe zu lesen. Und ich sag mal, bis dann und frohes Schwitzen. So, das wird jetzt der letzte Eintrag für mein Weekly Reading oder mein Monthly Reading. Ach ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe es wieder mal total vercheckt mit den Drehen diesen Monat. Das habe ich, glaube ich, in meinem letzten Abschnitt schon gesagt, dass ich es irgendwie wieder nicht auf die Reihe gekriegt habe und auch das nicht so auf die Reihe gekriegt habe, wie ich es eigentlich wollte mit den Leseupdates und so. Ich muss das irgendwie mir wieder mehr beibringen, dass ich halt gleich Updates mache, wenn ich lese. Aber da ich im Moment so unregelmäßig lese, ist das ein bisschen schwierig mit den Updates. Deswegen funktioniert das im Moment einfach auch noch nicht. Ich habe jetzt gerade auf jeden Fall mein Neuerscheinungsvideo gedreht und dachte mir, ich melde mich deswegen gleich nochmal kurz bei euch. Und ja, ich schwitze mir hier total ein ab. Ey, meine ganzen Haare hier sind total nass. Seht ihr das? Das ist voll widerlich. Und normalerweise zeigt man das in Videos nicht, aber ich dachte mir, wir sind hier unter uns, wa? Da kann ich euch auch mal zeigen, wie ich eigentlich hier schwitze, wenn ich hier sitze. Das ist einfach nur bäh. Und ja, bei dem Wetter hat man normalerweise seine Haare auch nicht offen. Ich habe auch normalerweise einen Zopf den ganzen Tag, aber das sieht in der Kamera irgendwie immer so komisch aus und deswegen lasse ich immer auf. Aber was erzähle ich euch das eigentlich? Das ist total uninteressant. Ja, auf jeden Fall, ich habe heute ein Buch beendet und zwar habe ich heute fertig gelesen, den dritten Teil einer Reihe. Das heißt, ich habe damit auch wieder eine Reihe beendet. Wupp, wupp. Und zwar habe ich gelesen Fire and Frost, von der Dunkelheit geliebt, der dritte und letzte Teil dieser Reihe, und es war ein gutes Buch. Es war wirklich ein gutes Buch, es war ein tolles Ende für die Reihe. Ich bin absolut zufrieden und befriedigt quasi aus dieser Geschichte rausgegangen und das hat mich total gefreut. Und ja, ich kann dazu nicht viel sagen, weil es der dritte Teil ist. Es geht immer noch um Ruby und um Arcus und um die Fireplots und die Frostplots, und es hat sich ja am Ende vom zweiten Teil ein neuer großer Feind herauskristallisiert und den gilt es jetzt zu bekämpfen im dritten Teil, und ob das den beiden halt gelingt, das ist es halt, worum es im Endeffekt geht, und das Schicksal der ganzen Menschheit steht natürlich wie immer auf dem Spiel. Und ja, ich fand das Buch gut, es war ein toller Abschluss für die Reihe, ich bin mit dem Ende sehr zufrieden. Das Ende war so dramatisch und actionreich und so. Ja, es hat mich auf jeden Fall emotional komplett abgeholt und ich mag diese Reihe sehr, und wer gerne Jugend-Fantasy-Bücher liest, sollte sich Fire and Frost auf jeden Fall angucken. Ich muss sagen, bei den Charakteren hat man streckenweise schon gemerkt, wie jung die noch sind. Die sind halt auch sehr unbeständig in ihrer Meinung und ihre Entscheidungen sind manchmal einfach sehr, wo man sich denkt, so Alter, nein, denk doch da nochmal drüber nach in Ruhe. Aber ich denke mir, für das Alter ist das völlig okay. Und von daher, da aus der Sicht, dass es ein Jugendbuch ist, sag ich mir, die Geschichte hat perfekt gepasst, mir hat das super gut gefallen. Ich freue mich natürlich, dass ich diese Reihe beendet habe. Ich bin natürlich aber auch wieder ein bisschen traurig, dass ich diese Reihe beendet habe. Es ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert, wenn man rein beendet. Aber es ist auch was für uns haptischen Menschen dabei. Denn man kann Fire und Frost mit den Fingern so nachzeichnen. Und das ist so toll.
Oh, ich könnte das stundenlang machen. Aber ja, auf jeden Fall habe ich Fire and Frost beendet. Ich muss mich beeilen, mein Akku ist nämlich gleich leer. Und ja, habe dann danach gleich mit Diamonds for Love Teil 9 angefangen. Das ist der letzte Teil dieser Reihe. Ich habe jetzt noch bis Mittwoch Zeit, rein theoretisch das Buch zu lesen. Und ich denke mal auch, dass ich das schaffen werde. Ich bin jetzt auf Seite 81. Das ist ja jetzt kein ultra dickes Buch. Und ja, dass ich das diesen Monat auf jeden Fall jetzt noch mit beende im Juli. Dann habe ich nämlich noch eine Reihe beendet. Dann habe ich im Juli nämlich 2 Reihen dann insgesamt beendet, was mich sehr, sehr freut. Ich brauchte momentan gerade mal wieder so einen kleinen Motivationsschub, was das Reihenbeenden betrifft. Weil irgendwie merke ich, dass ich da so langsam so einen Hänger kriege nach den 6 Monaten. Aber ich drehe mich jetzt nochmal in den Arsch. Ich möchte gerne Reihen beenden. Ich meine, ich habe ja dieses Jahr auch relativ viele Reihen aussortiert. Deswegen denke ich mal, wird die Bilanz am Ende des Jahres schon relativ gut aussehen für mich. I hope so. Ja, auf jeden Fall Diamonds for Love Teil 9. Es geht um Summer Bennett und um einen Schauspieler, nämlich Alexander Westbrook. Bisher gefällt mir das Buch gut. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Die Geschichte geht jetzt gerade erst so richtig los zwischen den beiden. Und ja, mal schauen, was da jetzt noch alles kommt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf und bin dann auch da sehr traurig, wenn die Geschichte vorbei ist, denn ich liebe die Diamonds for Love-Reihe wirklich sehr. Und ich bin dem Piper Verlag auch immer noch sehr, sehr dankbar, dass sie mir damals den ersten Teil einfach zugeschickt haben, denn ich glaube, von alleine hätte ich diese Reihe nie in die Hand genommen, weil ich die Cover einfach ganz... Ich meine, sie glitzern und so, es ist voll so das Mädchending, aber ich glaube, ich hätte es von so nie zu dieser Reihe gegriffen. Deswegen bin ich da immer noch sehr, sehr glücklich drüber, dass der Piper Verlag mir damals das Buch zugeschickt hat. Und ich habe ja vom Piper Verlag jetzt hier Finde mich jetzt bekommen. Und ich hoffe einfach, dass das auch eine so gute Reihe wird wie die Diamonds for Love Reihe. Ich bete jetzt einfach dafür. Ja, ansonsten ist in den letzten Tagen bei uns nicht viel passiert. Ich musste jetzt das Neuerscheinungsvideo ein bisschen im Vorlauf drehen. Heute ist ja aus der 26. Juli. Das Video geht dann nächsten Monat am 4. August online, aber ich konnte das nächstes Wochenende nicht drehen, weil ich dann zum Umzug bin und dann habe ich Hochzeitstag und da kann ich auch kein Live-Hangout machen, weil, sorry, aber an meinem Hochzeitstag muss ich mich nicht hinsetzen und Hangout machen, da habe ich andere Sachen zu tun und ja, deswegen war ich jetzt ein bisschen im Stress und musste das heute noch drehen, weil morgen früh kann ich nicht drehen, weil wenn man aus der Nachtschicht kommt und dann ist es immer so laut, wenn ich hier drehe und dann kann er nicht schlafen und es ist immer alles ein bisschen anstrengend, aber na gut. Drehe ich jetzt halt heute Abend. Es ist auch schon 22 Uhr irgendwas, deswegen werde ich jetzt auch nicht mehr allzu lange hier quatschen. Ich werde jetzt auch dieses Monthly, Weekly, Reading, whatever an dieser Stelle beenden und ja, werde dann nächste Woche irgendwann mit dem neuen Monat starten. Und wie immer bedanke ich mich und werde dann nächste Woche irgendwann mit dem neuen Monat starten. Und ja, gibt es noch irgendwas zu berichten? Ich habe mir heute Bücher bestellt, 3 Stück. Diese Bücher habe ich aber schon gelesen, aber es ist eine neue Auflage und ich wollte die mit den neuen Covern gerne haben. Und ja, ich hoffe jetzt, dass diese Bücher nächste Woche kommen. Ich verrate euch jetzt noch nicht, was das für Bücher sind. Dann müsst ihr auf das nächste Weekly Reading oder meine Neuzugänge warten. Elle Badge. Auf jeden Fall wandern diese Bücher ja nicht auf meinen Sub, da ich sie ja schon kenne und schon gelesen habe. Aber ich wollte dann einfach gerne die Neuauflage haben. Deswegen habe ich sie jetzt halt nochmal gekauft. Total bekloppt, ich weiß, aber manche Büchermenschen werden mich verstehen können. So, ja, ansonsten gibt es jetzt nicht wirklich viel zu berichten. Ich beende das Weekly Reading jetzt an dieser Stelle. Bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.